Willkommen zu einem ganz speziellen Video auf meinem Aquarellkanal. Wir malen heute Baumstämme. Das heißt, ich zeige eine Reihe von Tipps und Tricks, um das Malen von Baumstämmen oder alten verwitterten Holzpfählen etc. zu vereinfachen. Das ist alles nichts Neues, aber ich weiß aus meinen Kursen, dass sehr viele Teilnehmer Probleme damit haben. Also los geht's! Nun, wenn in einem Aquarell Baumstämme sichtbar sind, zum Beispiel mehr im Vordergrund oder auch im Mittelgrund, dann wäre es meistens recht gut, wenn die auch eine gewisse Struktur erhalten würden, damit das Bild nicht langweilig wird. Übertreiben sollte man dabei allerdings auch nicht, es sei denn, der Baum oder die Bäume wären das Hauptmotiv des Bildes. Ich zeige in diesem Video einige von vielen, vielen Varianten, wie man solchen Baumstämmen schnell und einfach ein wenig Struktur geben kann. Eine wirklich einfache Variante zeige ich jetzt, und zwar, ich male den Baum mit einer Mischung aus Ultramarin und Sienna gebrannt. Unmittelbar danach setze ich auf der Schattenseite, hier also auf der linken Seite, eine noch stärkere Dunkelheit, aber kompakter, aus der gleichen Mischung ein. Solange das Papier noch nicht vollständig aufgetrocknet ist, nehme ich reines Wasser oder ein leicht getöntes Wasser, manchmal kann man ein Bergblau dazugeben oder auch einen Gelbton, und fahre auf der Lichtseite, in meinem Fall auf der rechten Seite, kurz über den gesamten Baumstamm. Und dann lasse ich die Sache in Ruhe. In der Zwischenzeit male ich noch zwei dünnere Baumstämme und wende dann die gleiche Methode an. Die Farbe des Baumstammes muss nicht unbedingt durchgehend gleich sein. Das kann einmal etwas dunkler, einmal etwas heller sein. Sehr oft mache ich es auch so, dass ich bei ganz alten Bäumen zuerst die Stämme in Blau male und dann in das noch nasse Blau das Sienna gebrannt verfließen lasse. Bringt ganz tolle Effekte. Ja, und wenn die Farbe noch nass ist, dann setze ich auf der sonnenbeschienenen Seite, bei mir also wieder rechts, wieder Flüssigkeit rein, also nur Wasser oder getöntes Wasser. Manchmal nehme ich dazu auch einen Linierer, aber das ist eigentlich nicht so wichtig. Wichtig ist der richtige Zeitpunkt, denn wenn man zu lange wartet und das trocken ist, passiert gar nichts. Macht man das zu früh, speziell dann mit dem Wasser hineinfahren, so wie jetzt, dann verteilt sich das zu stark und ich erhalte fast keinen Effekt. Also auch hier bitte üben und immer wieder ausprobieren. Ja, auf der Schattenseite kann ich noch ein wenig dunkle, kompakte Farbe hineinlegen und aus der noch nassen Farbe kann ich bereits einige Äste herausziehen. Manchmal sieht man so richtig schöne, gefleckte Bäume, zum Beispiel die Platanen. Und die male ich meistens mit einem Flachpinsel. Und ich ziehe diese Farbe von der Schattenseite auf die helle Seite und werde sie dann mit einer ganz schwachen Lasur überziehen. Auf die gleiche Art und Weise kann man aber auch Birken malen. Da male ich dann mit der Ecke des Pinsels. Oder eine andere Methode, die wende ich jetzt am unteren Teil des Stammes an, wobei man beide Methoden bitte niemals vermischen sollte. Ich mische also wieder eine dunkle Farbe, diesmal etwas kompakter, und solange die noch richtig nass ist, ziehe ich sie mit einer Scheckkarte vom Schatten auf die lichte Seite. Wenn man Birkenstämme auf diese Art und Weise malt, wirkt es immer natürlicher, als wie wenn man mit kleinen, feinen Pinseln und feinen Pinselstrichen langwierig herumarbeitet. So wirkt es frischer und duftiger. Wenn ich alte, morsche, verwitterte Holzpfosten malen möchte, nehme ich oft eine andere Variante. Und zwar nicht so nass wie vorher,
sondern eher mit einem halbtrockenen Pinsel lege ich das Holz an. Das ist wieder eine Mischung Ultramarin und Sienna gebrannt. Andere Farben nehme ich es gar nicht. Und lege auch hier, bevor das komplett durchtrocknet, noch ein wenig dunkle Farbe auf der Schattenseite an, um die Rundung des Pfostens anzudeuten. Jetzt warte ich, bis das trocknet, kann aber in der Zwischenzeit bei den anderen Bäumen, zum Beispiel hier bei der Mischbirke, nur mit klarem Wasser die Farben ein wenig zum Verschwimmen bringen. Das ist allerdings Geschmackssache. Aber jetzt trockne ich das Ganze, damit ich hier wieder weitermachen kann. Bei dem linken schlanken Baum, der ist mir etwas zu hell geworden und da werde ich noch ein wenig nachbessern. Ich habe den Baum noch einmal ganz leicht befeuchtet und setze jetzt mit dem Linierer eine dunkle Mischung auf die Schattenseite und warte, bis das verläuft. Jetzt sieht man das ja auch recht gut, denn vorher haben die nassen Stämme noch sehr geglänzt und man hat es nicht so gut erkennen können. Bei diesem dicken, morschen Pfosten setze ich jetzt die Farbe granulierend drauf. Der Pinsel ist also fast trocken und teilweise verstärke ich die Dunkelheit auf der Schattenseite noch mehr, kann auch so ein leichtes Muster hineinmalen, nicht übertreiben, nur ganz wenig und er wirkt jetzt eigentlich schon recht realistisch. Teilweise tupfe ich Farbe mit dem Finger wieder weg. Eine völlig andere Methode zeige ich nun hier. Ich male einen Pfosten relativ dunkel und lasse ihn trocknen. Auch hier auf der Schattenseite noch ein wenig Dunkelheit. Und bis dieser Pfosten hier trocken ist, kann ich bei dem kleinen, dicken, kurzen noch ein wenig mehr Details anbringen oder Dunkelheiten anbringen. Das mache ich jetzt wieder mit dem trockenen Pinsel. Natürlich muss man das vorher üben und auch hier sollte man nicht übertreiben. Aber ich werde gerade diesen Pfosten später noch ein wenig nachbearbeiten. Und jetzt kommt der große, dicke Baum dran. Wenn ich einen Baum als Hauptmotiv habe, dann gestalte ich die Rinden meistens so oder so ähnlich. Auch das ist wieder eine Mischung aus Sienna gebrannt und Ultramarin. Jetzt sieht es noch etwas bräunlich aus, aber ich werde dieses Braun relativ schnell zum Verschwinden bringen. Wichtig ist, dass ich auf der lichten Seite einige Granulierungen habe, sodass eben das Papierweiß noch ganz leicht durchblitzt. Und man sieht, der Pinsel ist relativ trocken. So, unten noch ein paar Wurzeln angedeutet. Aber es ist ja nur ein Übungsbeispiel, nur dass man verschiedene Methoden sieht und kennt, wie man solche Dinge malen kann. An manchen zu gleichmäßig geratenen Stellen nehme ich jetzt mit einem trockenen Kleenex, damit ich Struktur erhalte, ein bisschen von der Farbe wieder weg. Und jetzt lasse ich das Ganze trocknen, das heißt, ich beschleunige das mit einem Föhn. Wenn nun alles wirklich trocken ist, kann ich mich mit einem scharfen Taschenmesser daran wagen, dass ich Teile davon vom Farbauftrag wieder wegkratze. Bitte nicht zu fest und es muss wirklich durch und durch trocken sein, denn sonst wird das Papier zu stark verletzt. Also man sieht jetzt hier, dass ich im Nachhinein eine falsche Granulierung mit dem Messer anbringen kann. Wenn man gutes Papier verwendet, kann man dann noch mit einer Lasur drüber gehen. So nehme ich hier zum Beispiel ganz stark gewässertes Sienna gebrannt. Bei schlechtem Papier wird das nichts, das wird dann stumpf und unschön. Bei diesem großen Stamm kann ich noch einige Verstärker anbringen, wieder mit der Dunkelmischung oder kompakteren Mischung aus Sienna gebrannt und Ultramarin und teilweise löse ich das etwas an, dass ich keine
oder nicht immer scharfe Kanten habe. Wenn ich den Rundpinsel vorne etwas quetsche und er nicht so viel mit Farbe gefüllt ist, kann ich ganz gute Streifengranulierungen anbringen. Mit ein wenig Übung kann man sich hier so richtig austoben. Am liebsten male ich solche Dinge mit einem eher trockenen Pinsel, also nicht zu nass, es sei denn, ich lege noch Lasuren an. Hier lege ich noch eine schwache Lasur aus Ultramarinblau an, die ich aber dann gleich wieder mit einem Kleenex wegnehme, damit sie nicht zu dunkel wird. Es gibt noch einen recht wirkungsvollen Trick, wie man eine raue Oberfläche aufs Papier bringt, und zwar nachdem der Farbauftrag gut getrocknet ist, falte ich ein Stück Schleifpapier zusammen und mit der Kante reibe ich etwas von der Farbe weg. Sieht man jetzt noch nicht wirklich, aber wenn ich mit einem ganz weichen Radiergummi drüber gehe, dann kommen die hellen mit dem Schleifpapier weggekratzten Stellen gut zum Vorschein. Voraussetzung ist natürlich, dass das Papier vollständig getrocknet ist. Ich sage immer, es muss knochentrocken sein. Und dass man gutes Papier verwendet. Ja, jetzt lege ich noch eine leichte Lasur aus stark verdünntem Siena gebrannt drüber. Ich könnte im Schattenbereich beispielsweise noch mit einem Blau drüber gehen, mit einer blauen Lasur drüber gehen. Und mehr braucht man an sich nicht. An manchen Stellen verstärke ich die Schattenbereiche noch ganz ordentlich, und zwar richtig stark. Es wird dann beim Trocknen auch wieder heller. Und ja, ich betone eigentlich diese verwitterte alte Baumrinde. Hier ziehe ich noch ein wenig Farbe heraus, und zwar mit dem Pinselstielende oder auch mit dem Fingernagel. So. Und ja, das sieht ja jetzt schon ganz gut aus. Jetzt muss ich dann noch warten, bis alles trocken ist. Eigentlich müsste ich nichts mehr machen bei diesem Stamm. Aber ich möchte dennoch zeigen, was man noch alles machen könnte. Beispielsweise mit einer leichten Lasur drüber gehen. Das ist wieder Siena gebrannt. Aber wie gesagt, ganz leicht und sehr wässrig. Dabei sollte man nicht zu oft mit dem Pinsel über die gleichen Stellen fahren, dass sonst die Gefahr besteht, dass die unten liegende Farbe angelöst wird. Im unteren Bereich nehme ich jetzt ein wenig Ultramarin, auch wieder stark verdünnt. Und nehme wieder überschüssige Farbe sofort mit dem Kleenex weg. Mit dem Schlepper füge ich jetzt noch einige Details dazu.
Und wenn alles dann komplett getrocknet ist, kann ich auch noch mit dem Messer ein wenig herauskratzen. Aber zuerst muss es trocknen. Eventuell zu dunkel geratene Stellen kann man auch mit einem kleinen Flachpinsel anlösen und dann wieder mit einem Kleenex oder Papiertaschentuch wegtupfen. So kann ich im Nachhinein dem Baum noch mehr Struktur verleihen. Aber wie gesagt, die Gefahr ist sehr groß, dass man da zu viel macht. Also hier eher vorsichtig sein und unbedingt vorher auf einem separaten Papier gleicher Qualität ordentlich üben. So, ich glaube, es reicht jetzt. Das ist immer sehr verführerisch und verlockend, wenn man versucht, noch mehr herauszuholen, aber so passt's. Ja, und ich sage jetzt wieder einmal danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Üben und beim Aquarellieren und vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren, dann werden Sie immer verlässlich informiert, wenn neue Videos von mir erscheinen. Tschüss!